Missionswoche in unserer Diözese ein Moment, auf den wir uns über ein Jahr lang zugelegt haben, und jetzt ist er da und wir fragen uns, wie wird das? Was wird diese Woche? Viele, viele einzelne Initiativen in fast allen Pfarren, in vielen Gemeinschaften über die ganze Diözese. Wissen kann. Ich weiß nicht, was alles geplant ist, was geschieht. Aber entscheidend ist, das ist ja das Motto unseres ganzen diözesanen Vorgangs der Evangelisierung, der Mission. Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Aber was haben wir gesehen und was haben wir gehört? Worüber können wir nicht schweigen? Fange ich gleich mit einer Beichte an. Immer wenn ich dann so in einer Situation bin, wo es darum geht, jetzt sag ein Wort über Jesus, dann bin ich etwas ängstlich. Dann denke ich mir, ich will doch nicht die Menschen belästigen. Will ihnen nicht lästig fallen mit Aufdringlichkeit. Und das besonders in unserem Land, wo so vieles von der Kirche, vom Glauben, von der Geschichte des Glaubens spricht, speziell hier im Dom, hat man fast die Versuchung zu sagen, hier ist ja eh alles klar. Dieser Dom zeugt vom Glauben. Die vielen Zeugen des Glaubens, die auf Säulen uns begrüßen, die Heiligen, Christus im Kreuz, der Eucharistie. Auf dem Hochaltarbild Stefan sieht ihn in der Herrlichkeit des Vaters. Müssen wir da extra noch darüber reden? Es ist doch eigentlich alles klar. Ist es alles klar? Irgendwie habe ich den Eindruck, etwas fehlt in unserem Land. Etwas ganz Spezifisches des Evangeliums. Ich glaube, fast alle Menschen, die meisten Menschen in unserem Land, glauben, dass es etwas gibt. Eine höhere Macht, die uns lenkt und leitet, hat es beim Herrn Karl geheißen. Irgendwas muss es schon geben. Wenn wir sagen, Gott glauben, ja, das ist für die meisten Menschen in unserem Land schon irgendwie selbstverständlich. Und es gibt so viele Zeugnisse davon, und darüber darf man auch reden. Aber eindeutigerweise haben wir eine große Scheu, das zu tun, was der Hohe Rat in der heutigen Lesung, wie wir eben gehört haben, ausdrücklich verbietet. Es ist manchmal fast, als hätte dieses Verbot auch bei uns noch nachgewirkt. Sie verboten den Aposteln, jemals noch im Namen Jesu zu predigen und zu lehren. Im Namen Jesu. Was ist das? Warum scheuen wir uns so, den Namen Jesu zu nennen? Warum scheuen wir uns zu bezeugen, im Namen Jesu Christi des Nazareas, gekreuzigt wurde, den Gott von den Toten auferweckt hat? Durch diesen Namen steht dieser Gelähmte aufrecht. Und wie viel könnten wir Ähnliches berichten? In diesem Namen hat der und der haben so viele im Leben ihren Sinn gefunden, haben neue Kraft gefunden, haben den Sinn ihres Lebens gefunden, in Jesus, in seinem Namen. Kein anderer Name ist uns unter den Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Trauen wir uns das zu sagen? Oder wird das Verbot des damaligen
sagen immer noch bei uns nach, vor Gott dürft ihr reden, aber über Jesus. Die fragen mich, was ist das, warum sind wir so scheu, wirklich im Namen Jesus zu reden, Jesus zu verkünden. Und ich glaube, das hat eine sehr einfache Grund. Jesus, das ist jemand ganz konkreter. Jesus der Nazaräer, Jesus von Nazareth. Er hat ein Gesicht, einen Namen. Er hat gesprochen, er hat gelebt. Er hat zur Freundschaft mit ihm eingeladen. Das ist nicht anonym. Das ist etwas sehr Persönliches. Freundschaft mit Jesus. Freundschaft mit Jesus, das ist es, wozu er uns einlädt, wozu wir eingeladen sind, andere einzuladen. Also Freundschaft mit Jesus. Also ihn kennenlernen, mit ihm vertraut sein, mit ihm den Weg gehen. Aber Jesus ist ja unsichtbar. Damals haben sie ihn gesehen, damals konnten sie ihn greifen, ihn hören, mit ihm zusammen sein. Wie ist das heute? Jesus hat uns ein ganz einfaches Mittel hinterlassen, wie wir ihm begegnen können. Man sagt, die Freunde eines Freundes sind meine Freunde. Wenn ich ein Freund Jesu bin, sind die Freunde Jesu meine Freunde. Und über die Freunde Jesu kann ich auch Jesus kennenlernen. Das sind die besonderen Freunde Jesu. Das sind die kleinen Kinder, das sind die Armen, das sind die Sünder. Jesus hat das x-mal erklärt, gezeigt in seinem Leben. Das sind seine besonderen Freunde. Und wenn wir ihn finden wollen, wenn wir Freundschaft mit ihm haben wollen, dann müssen wir mit seinen Freunden Freundschaft haben. Das ist gar nicht so einfach. Müssen wir umdenken. Müssen wir unsere Wertvorstellungen nehmen. Spontan sieht es uns nicht zu den Armen. Kinder sind nett, aber sie sind auch lästig, schlimm, mühsam. Liebe zu den Sündern, nicht zur Sünde, sondern zu den Menschen, die sich im Leben schwer tun mit ihrem Problem. Gelingt uns das, da können wir Jesus begegnen. Können wir Freundschaft mit ihm üben? Einladen zur Freundschaft mit Jesus. Das heißt, zuerst sie selber leben. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht etwas kompliziert, das ist vielleicht gar nicht so einfach, das stimmt. Doch es ist ganz einfach. Denn die, die das am Anfang gemacht haben, die haben ausgeübt. Es waren einfache Leute. Hier im Hohen Rat, wo die Hochstudierten saßen, da sagten sie ganz verwundert, als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Wissen Sie, was hier im griechischen Text steht? Idiotei. Idioten. Also, Entschuldigung, im Griechischen heißt das natürlich etwas höflicher. Ungebildete Leute, einfache Leute, die haben sie verstanden. Wir müssen also einfach werden. Einfach in der Begegnung mit Jesus, einfach in der Begegnung mit seinen Freunden. Ich glaube, Österreich braucht das nicht.
Freundschaft mit Jesus. Das ist das, was wir hoffen, dass in dieser Woche ein wenig mehr wächst in uns selber und in den vielen, denen wir begegnen, in dieser Missionswoche.